Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Liebe, Heilung und Spiritualität. Heute möchte ich euch ein Ritual zur Sonnenfinsternis vorstellen, das dir helfen soll, tatsächlich Altes loszulassen und neue Handlungsweisen in deinem Leben zu etablieren. Für dieses Ritual habe ich eine Karte aus meinem Kartendeck gezogen, die ich dir jetzt gerne auch vorlesen möchte. Die gibt dir schon mal so einen kurzen Einblick, sage ich jetzt mal, um was es in diesem Ritual und bei dieser Sonnenfinsternis, bei diesem Neumond eigentlich immer und ganz besonders jetzt im Juni geht. Freiheit. Du bist frei, unendlich frei. Alle Macht und alle Kraft, dich aus den Dramen deines Lebens zu befreien, liegen in dir. Jede Entscheidung, die du triffst, triffst du in vollkommener Freiheit. Lasse dich nicht von anderen Menschen oder Umständen, die sich in deinem Alltag zeigen, fesseln oder halten. Höre auf deine innere Stimme, lasse dein wahres Herz entscheiden, denn dein Herz ist frei von Mustern, frei von Schmerz, frei von Negativität. Die wahre Freiheit liegt in deinem Herzen, denn dein Herz ist die Brücke zwischen dir und deiner Seele. Alle äußeren Erscheinungen sind Trugbilder der Manifestationen und Kreationen des von dir geschaffenen Spielfelds. Weise alles, was dich deiner Freiheit beraubt, in seine Schranken zurück. Es ist dein Geburtsrecht, in Freiheit und Liebe zu leben. Jedoch ist Freiheit auch mit Eigenverantwortung verbunden. Wenn du Freiheit lebst, kannst du keinem die Schuld für deine Erlebnisse und Erfahrungen geben. Du trägst die Eigenverantwortung in Selbstverständlichkeit für dich und dein Leben. Freiheit ist ein dir gottgegebenes Geschenk. Du hast den freien Willen schon bei der Geburt deines Seins in deiner Seele eingebettet bekommen. Lebe, liebe und genieße deine Freiheit. Und genau das ist auch das Mantra dieser Karte. Ich lebe, liebe und genieße meine Freiheit. Für ein Ritual ist es immer wunderschön, wenn du tatsächlich dir einen Rahmen gestaltest, wo du wirklich auch Zeit hast, wo du es dir auch wirklich schön machst, also wirklich ein Wohlfühlambiente sozusagen für dich kreierst. Und was immer super ist beim Ritual, ist, wenn du die vier Elemente Feuer, Erde, Wasser, Luft und den fünften verbindenden das Geistelement Spirit sozusagen mit einlädst zu deinem Ritual. Hierzu kannst du einfach symbolisch tatsächlich kleine Gegenstände wählen, die hier diese Kräfte, diese Naturkräfte repräsentieren. Wenn du jetzt beispielsweise für das Element Erde, nehme ich beispielsweise einen Stein, einen Flintstone, der hier einfach auch nochmal diese erdige Kraft auch trägt und ein wunderschönes Symbol für das Element Erde ist. Für das Element Luft wähle ich persönlich immer eine Feder. Du kannst eine weiße Feder nehmen, eine dunkle Feder, ganz gleich, wie es dir beliebt. Für das Element Feuer nehme ich persönlich immer die Räucherschale, denn hier wird ja auch etwas verbrannt. Diese Räucherschale schaut so aus. Hier hast du einfach auch nochmal einen Sand mit drinnen, damit du die Kohle auch mit reinlegen kannst, damit die schön durchglühen kann und du dann entsprechend deine Räucherung, deine Räuchermischung ganz nach deinem Wunsch und nach deinem Duftbelieben sozusagen auch wählen kannst. Was sich immer gut eignet, ist Salbei beispielsweise oder auch Weihrauch. Wem das zu extrem ist, wer das nicht mag, gibt es ganz viele verschiedene Räuchermischungen, die
du dir im Internet bestellen kannst oder vielleicht hast du auch einen Laden vor Ort, der so etwas auch anbietet. Ansonsten kannst du tatsächlich jegliche Kräuter, die du in deinem Garten oder auf deinem Balkon findest, auch hernehmen zum Räuchern, denn jede Räucherung, jedes Kraut sozusagen hat ja auch nochmal symbolisch einen ganz starken Wert und kann dir hier auch je nach Thema eine gute Unterstützung auch bieten. Für das Element Wasser wähle ich symbolisch meist einen Delfin, eine kleine Statue. Du kannst auch einen Frosch beispielsweise nehmen. Hier habe ich meinen kleinen Yoga-Frosch. Du kannst jegliches Symbol wählen, was du persönlich mit Wasser assoziierst. Du kannst auch einfach eine Schale Wasser mit in auf deinen Altar für dein Ritual vorbereiten. Also wähle hier tatsächlich etwas, wo du eine Herzensverbindung dazu hast, was du auch mit diesen Elementen assoziierst und verbindest, denn dadurch wird das Ritual einfach nochmal stärker aufgeladen. Je stärker du mit diesem Ritual sozusagen verbunden bist, desto stärker wird es auch für dich dienen können und seine Magie entfalten können. Dann empfehle ich dir für das Element Spirit, Geist, Äther, wie auch immer du es nennen möchtest. Das ist das Element, das alles durchdringt und auch alles quasi einhüllt. Du kannst es auch die Liebe nennen. Ganz gleich, wie du es nennst, es ist diese höhere Intelligenz, es ist diese Energie, ja, die uns alle durchdringt und auch auf Herzensebene und Seelenebene verbindet. Hierfür wähle ich persönlich immer eine Kerze, denn das symbolisiert für mich so dieses Licht, diese Einheit im Endeffekt. Und wenn du jetzt deine Elemente sozusagen auf deinem Altar aufgebaut hast, dann ist es immer sinnvoll, dir klarzumachen, um was geht es denn überhaupt in diesem Ritual, für was soll es denn dienen. Und da wir jetzt einen wunderschönen Neumond haben mit einer Sonnenfinsternis, möchte ich dir gerne einen Vorschlag geben, was du hier für dich, für deine persönliche Entwicklung, auch für dein spirituelles Wachstum, was eben zu den astrologischen Konstellationen sehr gut passt, auch machen kannst für dich, um hier auf deinem Lebensweg nochmal klarer zu erkennen, was für dich wichtig ist, hier nochmal kraftvoller wirklich deinen Weg gehen zu können. Und so wie die Konstellationen diesmal stehen, ist es so, dass ich dir einen Vorschlag geben möchte, also was dir wirklich dienen kann, ist, hier nochmal eine Rückschau zu halten, zu schauen, was sind deine Gedankenmuster, was sind deine Verhaltensmuster, wie reagierst du, wie kommunizierst du und wie gehst du Verbindungen mit anderen Menschen ein? Das ist mal so das eine. Also nimm dir hier wirklich die Zeit, zünde dir hier die Kerzen an, mach dir vielleicht eine schöne Musik noch im Hintergrund, vielleicht einen angenehmen Duft, aber wenn du die Räucherung anmachst, dann hast du ja schon einen Duft. Und wenn du möchtest, nimm dir gerne einen Bergkristall zur Hilfe und zur Hand und versenk dich mal mit diesem Bergkristall, mit dieser Energie, die auch für Klarheit steht, und blicke mal zurück in die Vergangenheit. Blicke mal zurück auf deinen Lebensweg. Wo sind so Punkte, die dich stören, die dir nicht gefallen, die du gerne ablegen möchtest? Schreib dir das gerne auch auf einen Zettel, den du später verbrennen wirst. Dann schau dir auch gerne an, was sind so diese Denkstrukturen und Denkmuster, die dich zu Handlungen führen,
die du eigentlich gar nicht mehr möchtest, die vielleicht irgendwo in deiner Kindheit begraben sind sozusagen oder dort ihren Ursprung haben, die dich vielleicht damals geschützt haben, die dir vielleicht das Überleben überhaupt möglich gemacht haben, die aber heute definitiv nicht mehr dienlich sind. Und schau dir mal diese Punkte an. Wo sind noch Verletzungen? Wo sind noch Schmerzen, die dich auch merkwürdige Gedanken denken lassen, wie zum Beispiel Selbstzweifel, Selbstkritik etc.? Also was ist da auch so der Punkt und wie ist so deine Kommunikation auch mit dir selbst? Schau dir auch das an. Und was hättest du hier gerne anders? Also was möchtest du gerne loslassen? Was möchtest du hinter dir lassen? Was möchtest du gerne transformiert haben? Und das schreibst du dir alles auf einen Zettel. Und du kannst hier entweder einen bestimmten Lebensbereich nehmen, du kannst es ganz allgemein für alle Lebensbereiche nehmen. Das bleibt tatsächlich dir überlassen, wo du hier gerne dein Augenmerk auch drauf lenken möchtest. Also, ob das jetzt der berufliche Bereich ist, privat, Familie, Partnerschaft, deine eigene Weiterentwicklung, Spiritualität, vielleicht auch Heilung, vielleicht körperliche Geschichten, körperliche Symptome. Also hier kannst du wirklich die ganze Bandbreite deines Lebens sozusagen auswählen. Was sehr prädestiniert wäre jetzt auch eben, sind tatsächlich so die Themen, diese Zwillingsthemen sozusagen, also auch deine Freude, deine Leichtigkeit, deine Gedankenmuster, deine Art zu kommunizieren, in Verbindung zu treten, auch mit anderen Menschen, hier deine Vielfältigkeit, deine Freiheit, deine Leichtigkeit etc. Also das sind so Punkte, die jetzt im Juni zu dieser Sonnenfinsternis, zu diesem Neumond sehr passend wären. Du kannst aber jegliches Thema nehmen, was dich berührt, was deine Intuition dir rät, wo du dein Augenmerk drauf lenken darfst. Wenn du das dann alles aufgeschrieben hast, dann nimmst du diesen Zettel, nimmst eine Feuerschale oder einfach eine Schüssel oder also eine feuerfeste Schüssel und legst hier diesen Zettel vielleicht ein- oder zweimal gefaltet rein und zündest es an. Am besten empfehle ich dir tatsächlich mit einem Streichholz, nicht mit dem Feuerzeug, denn dieses Holz ist auch noch mal näher an diesen Naturelementen dran und unterstützt dich hier einfach auch noch mal, ja, wenn du so willst, aus der geistigen Welt oder aus der Feenwelt oder wie auch immer du hier deine Verbindung zu den Naturgeistern, wie die für dich beschaffen ist, hier unterstützen sie dich einfach auch nochmal mit diesem, ja, Streichholz, mit diesem Holz, ist die Energie einfach auch nochmal, ja, transformierender, stärker und eine Urkraft einfach. Und dann zündest du diesen Zettel an und verbrennst ihn. Und während du diesen Zettel verbrennst, geh wirklich in dich, nimm diese Verbindung auf und lass all das, was du auf diesem Zettel stehen hast, all deine Emotionen, all deine Gedanken dazu wirklich in dieses Feuer hineinfließen und dadurch reinigen und dich von innen raus befreien. Wenn das dann geschehen ist, du kannst hier auch gerne in eine kurze Meditation gehen für dich und mal schauen, was für Bilder du empfängst oder was hier nochmal zusätzlich aus deinem Unterbewusstsein nach oben befördert wird und hier zur Transformation sozusagen auch freigegeben wird. Und wenn du das dann abgeschlossen hast, das Feuerritual sozusagen,
Dann empfehle ich dir auch nochmal eine Meditation zu machen. Die findest du hier auf meinem YouTube-Kanal, die Loslass-Meditation. Ich werde sie dir unterhalb auch verlinken. Dass du hier einfach nochmal wirklich auf der tieferen Unterbewusstseinsebene nochmal wirklich die Möglichkeit hast, konkret zu schauen, was du loslassen möchtest und hier nochmal wirklich in den Fluss zu kommen und hier fließen und loszulassen, um deine neue Freiheit sozusagen begrüßen zu können. Wenn du das dann gemacht hast, dann bedanke dich unbedingt bei allen vier Elementen bzw. bei allen fünf Elementen. Bedanke dich bei dir selbst, dass du dir überhaupt diesen Raum gegeben hast, dass du dir so wichtig bist, dass du das tatsächlich auch in so einem physischen Ritual durchgeführt hast. Und blicke dann auf deinen zukünftigen Lebensweg. Schließ einfach deine Augen und schau mal, was sich hier für dich Neues eröffnet und was vielleicht auch tatsächlich aus dem Unterbewusstsein schon als erste Schritte in die neue Richtung sich dir zeigt. Das, was sich dir zeigt, und auch wenn es, also du musst nicht Bilder empfangen, du kannst auch einfach fühlen. Und das, was du fühlst oder tatsächlich als Bilder empfängst, als Impulse, als vielleicht auch aus deiner Weisheit, aus deiner Intuition raus, das, was da dann sich für dich eröffnet, spür das mal richtig. Also geh da wirklich in dieses Gefühl rein, als wäre es schon so, und spür, was das mit dir macht. Und zwar auf allen Ebenen, also auch mit deinem Körper, auch mit deinen Emotionen und mit deinen Gedanken. Also was sind hier jetzt neue Gedankenmuster, neue Reaktionsmuster, die sich vielleicht jetzt schon zeigen. Und auch dieses Übergeordnete, also woran glaubst du jetzt? Was sind so Dinge, die sich hier verändert haben in deiner Weltanschauung beispielsweise, in dem, wie du die Dinge wahrnimmst, wenn du auf diesen Lebensweg blickst. Und wenn du das gemacht hast, dann schreibe dir genau diese Impulse, diese wichtigen Impulse, vielleicht auch schon diese ersten Schritte, die du tun kannst, schreibe sie dir auf in ein Tagebuch oder in einen wunderschönen Brief oder ganz gleich, wie du es machen möchtest, schreibe es dir auf und gib da aber wirklich ganz viel Liebesenergie sozusagen mit rein, die da einfach, also mach das richtig schön. Mal vielleicht noch was dazu oder, also deiner Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Mach da wirklich ein Riesending draus sozusagen. Und dann lege dieses Tagebuch oder diesen Brief oder wie auch immer du es gestalten möchtest. Vielleicht möchtest du dir auch gleich ein Vision Board machen, auch eine Möglichkeit. Und nimm dann dieses Aufgeschriebene und lege es irgendwo in der Nähe deines Bettes hin. Also dass es nachts tatsächlich auch diese Energien sich mit dir verbinden können, dich stärken und nähren können im Schlaf und hier dann diese positiven Veränderungen, diese Transformation auch wirklich in dir integrieren können, verankern können und dir hier diese neue Kraft zum Vorwärtsgehen auch geben. Das ist das Ritual für die Sonnenfinsternis. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Gib mir sehr, sehr gerne Feedback, wie es dir gegangen ist. Vielleicht auch schon die neuen Ergebnisse, wie du dir auch mit der Umsetzung, ob du dir leicht oder schwer tust. Hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniere gerne den Kanal. Ich freue mich und ich bedanke mich bei dir und wünsche dir einen
eine wunderschöne Sonnenfinsternis, eine wunderschöne Neumond und eine wunderschöne, kraftvolle Zeit des Neubeginns. Und bis ganz bald. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, Licht, Kraft und Segen. Bye, bye.